Wir spielen zusammen. Gab's Probleme wegen der Indiensache? Wir konnten alles Woran anlasten. Neu-Delhi hat jetzt einen Mordsalz auf Moskau. Gut. Wie geht es weiter? Die nächste Woran-Außenstelle ist in Chittagong, Bangladesch. Wenn wir wissen wollen, woher die vertrauliche Third Echelon-Daten haben, sollten wir mal dahin. Wer ist der Agent vor Ort? Wir haben einen Namen. Viktor Chesky, das war's. Finden wir doch ein bisschen mehr raus. Herzlich willkommen beim Zweikampfsofa. Wir sind in Splinter Cell Blacklist und machen eine Koop-Mission, weil Koop, von Briggs. Und da müssen wir in die Woron-Abteilung nach Chittagong, was auch immer Chittagong ist. In Bangladesch. Genau. Die Woron-Abteilung, was ist das? Was gibt es denn noch alles in der Woron-Abteilung? Für mich klingt das wie eine außerirdische Spezies, wie Klingon, Woron und so. Hey, Woron! Ja. Sehr gut. So. Nur Action. Grim, wir haben die Chance. Bangladesch. Warst du schon mal in Bangladesch? Nein, du nicht, ne? Hat sich eine hübsche Ecke nee, von so einem ausgewählt. Der will auch nicht wieder dahin. Das tut sich was. Was soll ich sagen? Bangladesch ist kein Urlaubsort, ne? Nein. War es nicht da für ein Autos, wo die Autos Autoreifen drumherum haben? Ja. Auch das. Das Autoscooter. Autoscooter-Spiel, ja, klasse Geschichte. Also, was ihr auf jeden Fall merkt, die Briggs-Missionen, die sind nicht unbedingt Stealth. Also, eigentlich ist das Spiel ja immer Schleichen, aber der gute Briggs, der ist wirklich eher auf Ballern ausgelegt. Hey, muss erstmal wieder hier alles einstellen, glaube ich. Ja. Stimmt. Das ist irgendwie nicht so schleichmäßig wie die anderen Splinter Cell. Jetzt klemmst du dich davor. Mensch. Weit ist die. Ah, gemängelt. Gemeinsames Durchbrechen. Ja, dann brechen wir doch mal. Guck mal, das da oben ist doch chinesisch, oder? Das ist doch Quark. Okay, ein chinesisches Boot in Bangladesch. Als wenn du Bangladeschi lesen könntest. Bangladeschi, glaube ich, heißt die Sprache gar nicht. Oder? Leute führen eine vollständige Suche. Wisst ihr, wie die Sprache heißt? Ha? Schreibt es auf. Schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Na, welcher Film? Der ist für manche... was war das denn? Ich hab gerade einen anvisiert, auf einmal ruppelte das und der haut er ab. Kannst du mir mal sagen, was du da machst? Ich wollte dich nicht unterbrechen in deinem Redeschwall. Das wird dir auch nicht gelingen, wenn ich einen Redeschwall habe, mich zu unterbrechen. Was machst du da eigentlich? Redegrubs. Ups, guten Tag. Ich hab das mal Valve-Sektor wegoptimiert. Lässt sich der behaken oder was? Ach, der stand einfach hier so rum und dann mag ich wieder nicht. Warum mögen die? Ich hab dem nichts getan, ey, ehrlich. Zwei auf deiner Seite. Ja, ja, ich sehe die wohl, mehr oder weniger. Wohl in Woron. Wo sind sie hin? Einer noch, ne? Nein, zwei. Oh. Lalalala. Ja, also Schleichen wird extrem überbewertet. Ich hätte ja gedacht. Wozu macht man das eigentlich? What the fuck? Sorry. Ja, so, ach hier. Gut zu Fug. Gemeinsames Klettern könnte ein Zeichen sein, dass wir etwas Gemeinsames tun müssen. Lass mich raten. Klettern? Okay, dann los. Meinst du? Ja, da stand besser jetzt... Besser als das gemeinsam. Stand einfach. Also ich will jetzt nicht sagen, ich mache, was man mir schreibt, aber insofern... Nein. Ich würde sagen, ich kletter einfach mal gemeinsam. Aber lässt du da immer eine Waffe fallen? Kann das sein? Ich lasse doch keine Waffe fallen. Doch, hast du gerade. Wieso lasse ich Waffen fallen? Doch, da liegt jetzt irgendwie das Gemüse. Ein Magazin liegt da. Da liegt auch ein Gewehr und ein Armbrust, eine Pistole. Ist das geil, in meinem Spiel nicht. Guck hier, guck da. Ja, ist ja krass, ey. Jetzt alles weggenommen. Ja, ich hab aufgeräumt. Ja, Gott sei Dank. So eine Unordnung auch hier. Wollen wir es leise tun? Wollen wir es laut tun? Wollen wir es überhaupt tun? Tun wir es überhaupt? Genau, ich will nach Hause. Euer Wagen dreht draußen Runden. Haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Einzelschuss voll. Okay, kommt euch erst Gemüse angelatscht. Gemüse? Machst du es weg? Guten Tag. Ernte es. Aber ich bin wieder viel zu nett, oder? Nee, ich bin tödlich. Oh, links.
weit mehr. Ja, das ist toll. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Kontaktlinsen zu tragen? Ja, aber ich habe mich irgendwie an meine Brille gewöhnt. Seit ich glaube 17 bin oder so, und damals war Kontaktlinsen noch nicht so der Hit. Da habe ich einfach Brille angefangen und mittlerweile, ich habe ein Brillengesicht, weißt du, ohne Brille sehe ich scheiße aus. Das hat doch nicht mal wieder mit der Brille zu tun, ey. Bitte. Nein, ist aber so, also Kontaktlinsen stehen mir irgendwie nicht. Und außerdem, ich habe echte Probleme damit, mir irgendwas so aufs Auge zu drücken. Das klingt jetzt vielleicht albern, aber ist so. Das klingt nicht albern, das habe ich halt jeder, der Kontaktlinsen trägt. Ja, ich kann es irgendwie nicht. Ich habe da irgendwie eine gedankliche Blockade irgendwie. Ja, aber du kannst sie ja selber anschauen. Das ist ja nicht, dass irgendjemand das macht. Genau. Ja, aber nein, aber Schatz, ich mir selber irgendwie, das ist genauso wie wenn ich mir selber irgendwie eine Spritze setzen müsste oder so. Das ist jetzt irgendwie, nee, das ist auch irgendwie so, an meinem Körper irgendwie so Sachen draufdrücken, reinfrummeln, ist irgendwie nicht so meins. Das ist nicht so meins. Wir reden hier immer noch von den Augen. Wir reden ja natürlich. Auf meinen Augen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Schwups, Bums. Schwups, Bums? Ja. Es brennt weg. Was macht es? Es brennt. Ach, über mir steht da noch einer. Schade, ich dachte, du kannst mir da Tipps geben. Nee, also Kontakt ist irgendwie... Ah, hast du übrigens gewusst, dass doch in Japan oder in China irgendwie so gerade so eine Mo... Was? Küsse auf die Augen. Hey. Also, auf die Pupille, ne? Ich wollte gerade sagen, Küsse auf die Augen, da stehe ich total drauf. Das wäre jetzt nicht so gut. Auf die Pupille? Ja, und das ist natürlich total unhygienisch. Das Auge kriegt natürlich gleich eine Entzündung. Weil die denken, das ist eine geile Sache oder so. Keine Ahnung, total eklig. Ich habe ein Bild gesehen, also ne, Auge und Zunge. Also das Auge zu ist, okay. Nein, das Auge ist eher ist Special Interest in der Erwachsenenabteilung, oder? Ich meine, das ist ein bisschen eklig, oder? Das ist ein bisschen eklig, ja. Also da warst du wieder mal in der Erwachsenenabteilung in der Videothek unterwegs, oder? Nee, das machen Kids in Asien. Ob das eine Mutprobe ist oder so, keine Ahnung. Apropos Mutprobe, ich drück mal aktivieren. Was ist aktivieren? Aktivieren! Ja, das ist aktivieren. Ja, also andere Länder, andere Sitzungen. Laufen Sie rum. Achso. Ich meine, es gibt Leute, die... ziehen ihren Hals lang, indem sie da Metallringe drum machen. Andere stechen sich überall Sachen durch, die so lang sind, wo man durch keine Tür mehr kommt, weil man dann am Türrahmen hängen bleibt. Es gibt alles. Tunnel finde ich aber okay, aber Keller... Wie der Amerikaner. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Wie der Amerikaner sagt, whatever floats your boat, du, ganz einfach. Wenn denen das Spaß macht... Das ist los, ich verdiene wieder eine Seite raus. Oh, scheiße. Schon wieder verhungert. Eingesaut. Keine Suppe essen. Ja. Ich habe schon wieder irgendwie... Dieses Spiel speichert nicht, was ich als Waffen auswähle und wie ich das auswähle. Jedes Mal neu einstellen. Mann. Ich glaube, ich habe noch nie versucht, tödlich zu spielen. Du tust es die ganze Zeit. Ich hoffe auch. Halt! Czerski finden! Wenn wir da rein wollen, ich will im realen Leben auch solche Einblendungen haben, ganz einfach. Oder auch 1000 Piercings im Gesicht, das ist auch wirklich. Whatever floats your boat. Mir ist das völlig egal, wenn die das schön finden, ich muss das nicht bei mir machen. Geil, die haben mich da weggetreten. Ich bin da... So ein Nasenpiercing kommt. Nee, also auch da, das ist wieder dieses Thema irgendwas in meinen Körper reindrücken. Also ich bin da... Ja, also ja. Das ist irgendwie, habe ich da einfach ein Problem mit, also so Piercings oder so sind da auch nicht. Ich finde das bei anderen Leuten ganz schön. Das Erdgeschoss passt, muss vergessen. Zum Typen passen irgendwie, aber prinzipiell warum nicht? Zum Typen oder zu die? Zu dem Typ Mensch meine ich natürlich. Ach, natürlich. Aber für mich persönlich ist das irgendwie nichts. Wo bist du eigentlich? Ich guck gerade, wo hier so die, ich kletter einfach. Ich kletter einfach mal, also für mich ist das nichts. Aber ich meine, ihr könnt gerne auch Fotos von euren Piercings mal irgendwie posten auf unserer Facebook-Seite oder so. Gucken genau. Wir uns gerne mal. Wir kontrollieren mal eure Piercings. Genau. Will ich das jetzt sehen? Das. Und hier mein Intim-Piercing. Nö. Oh, nö. Auch wenn es gut gemacht ist. Wenn es schön macht. Wenn es schön macht.
So, also wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Ich hatte mal ein Zungenpiercing. Echt? Ja. Oh. Ich hatte auch zum Glück eine Woche Urlaub. Jetzt um das ausheilen zu lassen? Und jetzt nicht mehr? Ja, lass dich nie wieder Urlaub. Das schwillt dann. Jetzt hast du keine Zunge mehr. Also wenn man Diät machen will. Ist das eine geile Sache, ja. Man kann da nicht essen. Echt? Weil es einfach nur weh tut. Ja gut, das ist schon mal nichts für den kleinen Dicken hier. Also nicht essen gehen geht gar nicht. Nee, nur Suppe. Suppe kann auch lecker sein. Ja, toll. Du hast hast du es wieder rausgenommen? Ja, weil ich da nur noch mit rumgespielt habe. Und mich dann selber irgendwann im Spiegel gesehen habe, am Laden vorbei. Und da war ein Spiegel und hab mich selber gesehen und denk so, ach du meine Güte, was ist denn jetzt passiert? What the fuck war ist nur das? Nur damit am Gange. Also ich meine. ja, immer so. Ja, ich weiß, was du meinst, halt. Ja. Dass du das immer gesehen hast, ne? Die Kugel. Furchtbar. Dann hab ich das noch einmal wieder rausgekriegt. Okay, die bessere, gute Frage dabei ist, warum hast du es gemacht? Genau. Warum hast du dich entschieden? What the fuck, was soll der Scheiß? Warum hast du gesagt, ich will jetzt so ein Zungenpiercing haben? Hattest du einen Freund, der gesagt hat, das finde ich geil? Das finde ich geil. Oder eine Freundin, die das auch hatte? Oder hast du es im Fernsehen gesehen? Oder weil es alle gemacht haben? Neugierde. Keine Ahnung. Aber ich kann jetzt im Nachhinein sagen, ich hatte vorher so leichte Sprachprobleme, das habe ich jetzt immer noch so ein bisschen. Und dadurch, dass ich das Piercing hatte, musste ich mich konzentrieren auf das Sprechen. Ja, super. Auf das Aussprechen. Das hat es aber ein bisschen. Unterstützt. Dafür gibt es auch Logopäden, da würde ich eher den nehmen als irgendwie mir einen. Da kriege ich keine geschwollenen Fummel bei. Genau. Jetzt sagen wir mal, so viel redet wahrscheinlich, ja. Oder? Aber. War einfach nur Neugierde. Aber auch da, ich meine, das ist letzten Endes reden wir wieder über Geschmackssache, aber es ist wieder nicht meins. Also ich finde das manchmal schön bei manchen, wobei da gibt es auch echt fiese Teile, finde ich. Aber es ist Geschmackssache. Wir reden über Geschmack, ich meine, hallo. Oh. Manche finden dieses Spiel ja auch doof, ist ja auch ein Geschmack. So, ich sehe nichts, Sicht ist gestört. Verdammt, und ich sehe Roboter. Ich sehe Roboter. Einer, zwei. Ich habe drei. Und ich sehe den Typen. Da hinten haben wir Typen. Da ist der Typ, den will ich markieren. Ja, da ist der Typ. Ja, wie haben wir gesehen? Also jede, die ich auch gefragt habe, so, hat es wehgetan, keine Ahnung, was hast du gesagt? Also warum macht man das denn? Hat keiner schön geredet. Warum macht man das denn? Hat keiner schön geredet, okay. Was mache ich mit den Roboter? Eigentlich an vorbeischleichen, wenn es irgendwie geht. Alter, schleichen. Das können wir so gut. Ja, prinzipiell hast du wohl recht. Oder einmal drauf schießen, dann bleiben die stehen. Nee. Ey, da, was machst du denn da? Ich muss mich wieder retten, ne? Du bist der Held, ey. Okay, ich sehe schon. Ich hab ihn. Du willst jetzt die Action haben, ja? Keine Roboter mehr. Ich hab ihn. Keine Roboter! Keine Roboter! Laptop. Was? Hinter uns ist ein Laptop. Wo siehst du das? Ich sehe das nicht. Wieso sehe ich das nicht? Wo siehst du den? Letzter Gegner ausgeschaltet. Ich sehe es nicht! Wo ist er? Dann komm zu mir. Komm zu mir! Ich komm zu dir! Und nun? Wo siehst du das? Da. Nee. Also. Nein. 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 Der ist für dich. Keine Ahnung. Es gibt irgendwie. Ich habe schon einen halbwegs gemeinsamen Durchbruch, aber die Betonung liegt auf halbwegs, weil. Gemeinsam! So, Laptop ist noch da, oder? Laptop ist weg. Nein, der Laptop ist noch da. Siehst du den Laptop? Nein, ich sehe keinen Laptop. Gut, dann gehe ich mal leise runter. Leise, leise auf diese Weise. Laptop. Nix. Also da steht einer, der guckt mit gezogener Waffe auf uns. Mann, da steht einer. Da steht einer. Ja, der Laptop ist direkt hier hinter der Wand. Da ist nur ein Gegner in dem Raum irgendwie, wenn du da hinkommst. Was weg? Laptop. Laptop. A zum Hacken. Laptop. Hack. Aber ein Laptop. Laptop. Der hat eine Leiche entdeckt. Der hat umgedeckt? Leiche entdeckt. Warum macht er das? Ja, meine Leiche. Also nicht meine Leiche, sondern meine produzierte Leiche. Du produzierst Leiche. Ich bin ein Leichenproduzent. Was verdient man da so mit? Och, ganz gut. Du bist wieder weg.
Ich sehe schon. Nein, nicht alle. Ein paar lasse ich auch die. Oh, das Lab. Ein Need. Haben Anzeichen von möglichen Aktivitäten in deinem Sektor. Heck, heck. Ah, Piercing ist schon krass, ey. Krass, weil die nicht schauen. Ja, irgendwie ist das schon eine Steigerung. Steigerung für was? Also. Als noch ein Piercing. Ein Piercing ist eine Steigerung von gar kein Piercing. Und zwei Piercing ist die Steigerung. Hast du eigentlich noch hinter dir Gegner oder so? Hast du auf meinem Radar sehe ich noch Punkte. Hier ist eine Kamera. Mal sehen, ob das ein Punkt ist. Ja, das war's. Ich kann auch noch einen Feuerlöscher für dich töten, wenn du das willst. Ich töte auch Feuerlöscher für dich. Was ist eigentlich dieses M? Welches M? Was für ein M? Ach, das sind die Kisten gewesen, ja genau. So, Pause. Mal eben gucken, wo wir hin müssen. Wo müssen wir denn hin? Ins Treppenhaus. Ein Durchbruch. Ah, denn ist der Durchbruch unser Ausbruch, nämlich aus dieser Folge. Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß mit Piercing und ohne Piercing. Mit und ohne Piercing. Wir piercen nur die Gegner mit Kugeln. Yeah, baby. Das mache ich verdammt gerne. Und falls ihr das im Abo haben wollt, wie gepierst wird, dann müsst ihr hier klicken. Und noch mehr Piercings gibt's hier. In diesem Sinne, tschüss. Ciao.